Wenn ihr in der Corona-Zeit weiterhin lecker essen wollt, dann bestellt doch bei euren lokalen Restaurants und helft ihnen so durch die Krise. Jeder, der zu Hause bleibt, zählt. Jeder zählt. Jeder zählt. Gemeinsam gegen Corona. Hey Junge, jetzt mal im Ernst. Fallen dir nicht die Augen? Oder das sind alles Bestellungen, die reingekommen sind für unsere Pizza El Speciale. Oder weißt du, wie viele? Wie sollen wir das machen? Oder einfach schwänzen, glaube ich. Physikschwänzen, guck mal. Und dann schwänzen. Mittagsschicht ja, einfach, Hermann. Müssen wir. Wollt ihr auch zu dir? Ich komme nicht mehr klar, ja. Ja, komm ich. Business is booming. Ja. Ist ein bisschen Gras für uns? Kommt mal mit. Papi erzählt euch. Leute, hier in der Schule geht nicht mehr. Die Vertriebswege haben sich ein bisschen geändert. Okay. Aber ich habe einen Plan. Danke. Schau mal, wir beide arbeiten in der Pizzeria und da müsst ihr einfach die Thai-Spezial bestellen mit extra scharf. Mhm. Richtig. Und extra scharf bedeutet? Krass. Richtig. Geil. Somit zwei Fliegen. Oder? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Direkt eine Pizza dabei. Genau. Sehr für cool. Den Fresskick. Cool. Also macht euch keinen Kopf, ruft einfach durch. Machen wir. Wir geben den anderen auch Bescheid und dann sehen wir uns da. Ja. Oder knapp, ja? Ja. Guten Hunger auch, ne? Ja, danke. Was geht das? Schwingt ja richtig die Werbetrommel hier vor eure Pizzeria. Wow, richtig fleißig. Ja, Leute. Mensch. Was soll ich sagen? Die Miete zahlt sich nicht von alleine. Wenn ihr mal so viel Fleiß in die Schule stecken würdet, ne? Apropos Schule. Die Schule muss heute leider, ich weiß auch nicht, wie soll ich das umschreiben. Was drehst du dich denn so weg? Geschwänzt werden? Wir werden heute die Mittagsschicht in der Pizzeria übernehmen und dafür müssen wir die Schule schweifen lassen. Schatz. Baby. Nee, mal ehrlich. Das kann doch echt nicht sein immer. Ey, aber Geld verdienen geht vor. Ich meine, die Miete, das ist wichtig. Außerdem verpasse ich nur Physik. Und da stehe ich zwei. Ja. Deswegen scheiß drauf. Die Schule nicht so vernachlässigen. Alter, ja. Vor allem haben wir heute AG-Treffen und die Kostüme werden verteilt. Wenn ihr beiden wieder nicht dabei seid. Wir haben doch nur gesagt, dass wir Physik schwänzen. Wir schaffen das, wir sind pünktlich da, okay? Ja, okay. Ich hoffe für euch, dass ihr bei der AG dabei seid, weil wenn nicht, dann wird Frau Urban euch sicherlich rauswerfen. Oh nein! Und dann, macht ihr grausam. Leute, hallo, dann könnt ihr eine 30-seitige Facharbeit schreiben. Da habt ihr doch keinen Bock drauf, oder? Nehmt das mal ernst. Das da das nicht passieren wird, weil wir unser Wort halten, alles gut, okay? Wir müssen jetzt auch los, Babe. Ja, okay. Ich liebe dich. Ciao. Hey. Ciao. Oder ja. Ihr verpasst den Unterricht! Ja, ich hab's mir selbst ausgesucht. Junge, Alter. So, endlich mal für die letzte. Klasse, Claudio. Super, dann viel Spaß. Ich mach Mittagspause. Alles klar. Stefan, du musst jeden Moment kommen und übernehmen das, okay? Wunderbar. Dann bis später, ne? Bis später. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. So, pass auf. Das ist die letzte Zeit bis da. Yes. Das hier ist eine normale. Okay, super. Weiß ich Bescheid. Besser ist auch, dass ich mich um die Auslieferung von denen hier kümmere und du machst die normalen. Ist mir eh lieber. Ich will eh so wenig wie eben es geht mit den Speziallieferungen zu tun haben. Okay. Fahren wir die Scheiße gleich eben raus. Hey! Wo ist der? Alles klar? Ja, klar! Hey, meine Gott, ich bin echt stolz auf euch. Ich mache richtig gut eure Arbeit. Ey. Aber jetzt. Wir müssen auch direkt los eigentlich. Einen Moment, bitte eine Hilfe für mich. Ja, dann mach du das. Ich räum schnell noch auf. Ja. Ja, wir machen ein bisschen Platz. Du, Stefano, was machst du da? Ich wollte dir doch ausliefern. Hey, ich wollte dir ein bisschen helfen. Hey. Wir machen schon. Mann, du brauchst doch nicht helfen. Du dir die Finger dreckig machen. Ja, ist in Pause gegangen. Und dann geh ich da hinten. Okay. Ja. Na gut, Bro, ich liefer dann mal aus und. Ich fahr jetzt auch direkt raus. Ich geh nur vorher schnell zur Toilette. Mach rein. Hallo. Schönen guten Tag. Einmal Ihre Pizza? Ja, danke schön. Und ist ja ganz heiß. Ja, ja. Das ist die Sardellenpizza. Das ist die Sardellenpizza. Da freue ich mich. Ich bin ja jetzt Sardellen sind ja auch sehr lecker. Ja, ich bin auf den Geschmack gekommen. Aha. Und ja, und deshalb habe ich wieder bei der Pizza was bestellt. Da freue ich mich jetzt richtig. Kann ich richtig gut genießen. Ja, das glaube ich. Ich tut mir leid, dass ich Sie unterbreche, aber ich würde mich gerne noch tierisch lang mit Ihnen unterhalten. Ach, schade, allerdings habe ich es eigentlich. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe so viel Zeit, aber danke schön. 13,50 Euro würde das dann einmal machen. Ja, na gut. Okay, ich gehe schnell rein. Klasse. Gute, ne? Dankeschön. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, Baby, ich bin quasi schon fast auf dem Weg.
Ja, ich beeil mich. Ist doch alles gut. Natürlich komme ich noch pünktlich zur Schule. Ich verspreche es dir. Ja, ist doch alles gut. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was ist das für eine Scheißpizza? Was hast du mir da geliefert? Wie, was habe ich geliefert? Ich habe mir eine Teil extra mit Schaf bestellt. Hey, schrei mal nicht so. Was ist das? Hier. Sardellen, Madellen. Sorry, kommt nicht mehr vor. Aber bitte was kommt nicht mehr vor? Laut. Ist ein Fehler unterlaufen. Wo ist das Gras? Hey, jetzt, wo ist das Gras? Ich habe dich extra geholt zu mir, damit du mir das lieferst. Und nicht damit Schienen kommen und das abholen. Ganz bitte, 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 bitte beruhig dich. Mein Chef ist ich scheiß auf deinen Chef. Der darf davon aber nichts mitbekommen. Geh am besten nach Hause, ich bring dir das Zeug. Guck mal, du hast eine Stunde Zeit, sonst liefere ich dich zu jemand anderes. Lass mich alles schauen. Gut, ich liefere dir das. Und kriegst auch noch eine on top, ja? Gratislieferung. Ey, das kann doch nicht sein hier alles. Wie kann das passieren? Mann, Oscar. Verdammte Scheiße. Oh, fuck, Mann. Oscar und ich haben anscheinend unsere Pizzen vertauscht. Ich hoffe bloß, dass er die Pizza mit dem Gras nicht schon ausgeliefert hat. Weil sonst haben wir wirklich ein riesiges Problem. Auch wenn du hier Pizzas auslieferst oder was auch immer. Es tut mir leid, ist mir ich egal. Hab's leider eilig. Wenn hier die Kinderwagen hier durchfahren oder vielleicht Rollstuhlfahrer oder wie auch immer, das musst du mal reintun, hallo. Hallo, ich unterhalte mich mit dir. Luca. Das ist mir hier, ob das Luca ist oder nicht, steckt das Ding wieder ein, mein Freund. Wie tickst du denn? Das ist respektlos mir gegenüber. Ich unterhalte mich gerade mit Sie mal, dir. Jetzt verzeihen Sie bitte. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich mein Fahrrad hier abgestellt habe. Ja, es kommt nie wieder vor, aber ich habe einen Job zu verdienen. Ich muss meine Pizza austragen. Mach dich vom Acker, mein Freund. Das ich hab dich im Auge, Junge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hab dich im Auge. Man tanzt, ist das auch eigentlich nicht schön. Ja, ne? Wundervoll, ja. Ja, ja, genau. Vielleicht hier nochmal gucken. Luca, wo endlich bist du da? Das ist so scheiße. Luca, sind Sie schon wieder zu spät? Das geht doch gar nicht. Tut mir leid, Frau Böhme. Nicht Frau Böhme, seit letzter Woche Frau Urban. Ach ja, die Hochzeit. Alles Gute erstmal, Frau Urban. Ja, danke. Frau Urban, auch meinerseits. Erstmal alles Gute zur Hochzeit. Ja, danke schön. Dann würde ich mal sagen, Oskar, dass Sie da bitte Platz nehmen auf dem Stuhl. Wieso das denn? Ja, Sie brauchen jetzt hier nicht zusammenstehen. Sie sind gleich dran. Ich hab auch noch mal eine Hallo, also, nehmen Sie bitte Arsch Platz auf dem Stuhl da. Das ist Entschuldigung, wir unterhalten uns gerade. Ja, und das ist hier aber die AG. Hinsetzen bitte. Was? Unterhalten kann man sich draußen, aber jetzt nicht hier. Bitte Platz nehmen. Und Sie gehen da vorne hin. Ja. Wo bin ich hier eigentlich? So. Ja, schönen guten Tag. Meine Diskussion. Das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ja. Ich glaube, das könnte auch passen, wenn ich die Schleife zumache, dann ist es nicht ganz so groß. Was ist das denn da? So, das Handy ist einkassiert, keine Diskussion. Ich habe mich klar geäußert, hier wird mit Handy nicht rumgespielt. Das ist hier die Musical-AG. Ja, aber das kann ich doch. Nein, nichts. Nehmen Sie da hinten Platz und Schluss. Das ist jetzt einkassiert. Es war mit Sicherheit wichtig, sonst hätte er es doch nicht rausgeholt. Keine Diskussion. Fuck, Mann. Jetzt muss ich warten, bis diese scheiß AG vorbei ist, bevor ich mich mit Oskar um das Pizza-Problem kümmern kann. Das ist... Hier, ich bin so ein Idiot, Alter. Nein, erster Stopp, Mann. Ich hätte einfach die Pizza noch mal kontrollieren müssen, bevor ich die abgegeben habe. Junge, ich hoffe, dass ihr Alter einfach... Alles deine Schuld, ohne Spaß. Was für meine Schuld, Mann? Müsst ihr die nicht schon langsam aufmachen? Digga, ja. Aber die war nett. Vielleicht lässt sie mit sich reden. Wir können mit der verhandeln. Wir bieten der Geld. Keine Ahnung, Digga. Ja, ich hoffe einfach mal. Guck mal, erster Stock, da müsste Licht brennen. Brennt Nein, da Licht? Es brennt kein Licht. Klopf mal. Oder wir klingeln einfach woanders, Digga. Dann kommen wir schon mal vor die Tür wenigstens. Nein, niemals, Mann. Ich will kein Aufsehen erregen, Mann. Es geht um Gras. Scheiße, Mann. Scheiße. Was, wenn die sich die Überdosis gegeben hat, Alter? Aber ich hatte gedacht, das wäre ein Gewürz oder so, das über die ganze Pizza einfach verteilt. Glaub ich nicht, Mann. Ich glaube einfach nur, dass du eine scheiß schlechte Menschenkenntnis hast und die einfach uns verpfeift gerade. Die ist bestimmt auf dem Weg zur Pizzeria. Weil da Gras drauf war. Oder noch viel schlimmer, die ist bei den Bullen. Junge, wir sind... Dann sind wir am Arsch. Mein Vater, Digga, der reißt uns die Köpfe vom Hals, Alter. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Offensichtlich ist da keiner da, sonst hätte sie schon längst aufgemacht. Lass uns einfach zurück zur Pizzeria gehen und einfach mal, weiß ich nicht, hoffen und ja, los, beten. Vielleicht können wir die abfangen sogar vorher. Ich kann mir vorstellen, dass die Alte gelabert hat, Digga. Die war einfach viel zu nett. Mann, ich weiß es doch auch nicht, aber vielleicht hat sich jemand beschwert, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber sonst hätte Stefan... Übertreib doch jetzt nicht die Rolle, Alter. Stefan, du hättest doch bestimmt angerufen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bullen, Digga. Digga. Digga, wir sind aufgeflogen. Lass uns bitte verpissen einfach. Wir sind im Arsch, Mann. Fuck, wir sind richtig im Arsch. Oskar. Check mal. Ja, keine Ahnung. Ey, warum? Die Olle ist einfach, weiß ich ja nicht. Ja, ja, dann sehe ich, Alter. Aber ich weiß nicht. Alter, schrei nicht so an.
weiß wenig. Wir spulen das scheiß Zeug jetzt einfach die Toilette runter und dann sind wir raus. Sag mal, hast du einen Dachschaden? Jetzt mal ganz im Ernst, guck dir das gute Zeug an. Weißt du, was dir das wert ist? Niemals im Leben. Ich verstehe generell nicht, warum du dir die ganze Zeit so Filme schiebst. Komm. Was ist das für ein Rauschen? Ich glaube, das ist gerade ein Polizist-Treppo. Die haben bei uns geklingelt und...